ist es, was der blasse Baum gewesen wäre. Ja. Was die Silvari gewesen wären, wenn Mordremos die Kontrolle über sie behalten hätte. Okay. Ich hatte recht. Lieber keine Zukunft als diese. Ich muss es zu Ende bringen. So oder so. Mordremos muss sterben. Das höre ich gern, aber das müsstet ihr auch beweisen, damit ich euch wieder traue. Mhm. In der Zwischenzeit werde ich meinen Teil beitragen. Mordremos scheint seine Illusionen angesichts solch erbitterten Widerstands nicht aufrechterhalten zu können. Ja. Er wird schwächer. Wenn er die Gedankenwelt nicht mehr im Griff hat, können wir die Kontrolle übernehmen. Auch unser Geist hat hier Macht. Setzt ihn ein! Ich zerschmettere Mordremos Illusion, bis er schwach genug ist und wir ihn töten können. Wenn ihr wollt, dann folgt mir. Yes. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Weiter hoch, oder? Oh, oh, okay. Mehr zu entdecken. Ja, einiges. Was ist das denn für ein Vieh? Der einzig mögliche Sieger. Das ist Mordremos? Werdet ein Teil von mir und dauert fort. Das ist der. Ich dachte, der sah anders aus. Oder fällt auf ewig der Vergessenheit anheim. Okay. Der sieht ja mal voll hässlich aus. Ein und dasselbe. Nein, sind wir nicht. Nein. Dürfen wir ihn angreifen? Niemals. Wir sind grundverschieden. Ihr schafft euch Sklaven, ich schaffe mir Verbündete. Gut gesprochen. Sagt er jetzt noch was oder dürfen wir ihn angreifen? Okay. Ich würde sagen, wir greifen ihn an. Okay, er tobt rum wie ein trotziges kleines Kind, wenn ich das sagen darf. Was ist jetzt? Ich bin erstaunlich. Ah, Ridlock! Wieso? Ridlock? Nein, das ist doch ein Trick wie das letzte Mal. Öffnet ihn. Wir müssen diese Illusion zerschlagen und Mordremos Kontrolle schwächen. Ja, wo ist der Riss? Wo ist der Riss? Wo ist er? Hat er? Sehr gut. Okay, Moment, ich komme. Hab. Sorry, Ridlock. Tschüss, Ridlock. Schon besser. Ja, Ridlock. Jetzt ist er bei uns. Nice. Wieso habe ich denn jetzt so einen Faden an mir? Wir machen seine Marionetten zu unseren Verbündeten. Genau. Weiter Risse, bis er keine Illusionen mehr schicken kann. Spürt das Brennen! Aufgeladen. Mich bringt nichts zu Fall. Okay, in diese Dinger darf ich nicht rein. Wo hat er Risse? Wo hat er die Risse? Wo hat er die Risse? Auf jeden Fall haben wir Ridlock. Stein und Bein. Es ist aufgeladen. Was denn? Oh nein, Madri! Halte durch! Wo ist dein Riss? Sag, wo ist dein Riss? Komm mit mir, wir rennen rum. Ah, Braham, da bist du. Ich hab dich gefunden, Braham. Braham, öffne ihn. Los. Da ist sie. Los, 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 los. Ich halte sie auch hier in der Nähe. Dass wir sie hier halten können. Braham, hast du den Riss endlich geöffnet? Ja, los. Wow, ich kann ihn nicht öffnen. Oder? Doch, doch, ich kann ihn von da öffnen. Wow! Du sollst den Riss öffnen. Und ich sterbe gleich, ich sterbe gleich, ich sterbe gleich. Oh mein Gott. So, nochmal aufmachen. Los, 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 los. Diesmal schaffen wir das. Mach, 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 mach.
Sehr gut. Danke, Boss. Gerne doch. Bringen wir's zu Ende. Wir schaffen das. Wir machen ihm den Gar aus. Wir lassen uns nicht mehr als Marionette. Nehmt euren Schild hoch oder erhebt euch in die Lüfte. Schnell! Okay, ich bin in der Luft. Hat er den jetzt schon gemacht? Und jetzt? Okay, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Nice. Jetzt hat er es wieder voll auf mich abgesehen. Moment, wir brauchen hier ein bisschen seelische Unterstützung, dass der mit auf die anderen geht. Los, los, los. Wir können das schaffen. Wir schaffen das. Wir machen ihm den Gar aus. Volle Kanne den Gar aus. Oh nein, Connor, du auch. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. So, wo ist Braham? Wo ist Braham? Komm mit. Wir suchen Braham. Wo ist Braham? Da ist Braham, oder? Ja, da ist Braham. Braham, wie sieht's aus? Klappt's? Ich habe keine Ahnung, ob das so richtig ist, wie ich das mache. Mich macht's am meisten Sinn. Braham ist den Riss am Öffnen. Wir schießen weiter auf den Ding. Oh, jetzt hat mich was voll geschubst. Los, los, renn. Okay, Braham hat den Riss voll. Mit diesem komischen Schleimzeug. Gehen wir mal hier rüber. Spür das Brennen! Oh. Steh auf. Steh auf. Los. Aufgeladen. Und bei Braham? Der Riss braucht scheinbar noch. Aber da müssen die eine bestimmte Dings haben, eine bestimmte Prozentzahl. Vielleicht 50%, damit wir die dann da reinkriegen. Braham, wie sieht's aus? So langsam wird's eng. Okay, aber da ist jetzt Ding. Oder kann ich's hier machen? Doch, ich kann's. Rein da, Kanach. Los, wir brauchen dich. Rein da. Ihr habt zum letzten Mal mit mir gespielt. Genau. Jetzt reicht's uns. Jetzt machen wir ihm den Gar aus. Spür das Brennen! Erst Verteidigung, dann Angriff. Abkühlung. Fühlt die Kälte. Tybalt ist hier? Auf jeden Fall ist hier das Rissteil. Kann mich jemand wiederbeleben? Danke, Kaith. Schnell weg hier. Tybalt! Könnt ihr euch noch an ihn erinnern? Aus Lebendige Welt Staffel 1 mit Scarlet. Das war der allererste Freund, den wir verloren haben. Komm zu mir, los. Dass ich ein bisschen mit dir kämpfen kann. Braham ist auf jeden Fall da am Öffnen. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter weg, dass der da keine Felder legt. Ja? Okay, ich komme. Bin unterwegs. Los, los, los. Rein da, Tybalt. Tybalt, rein da. Dann haut drauf. Ja, auf jeden Fall. Schnappt euch einen Apfel. Wie süß. Okay. Ich versuche das jetzt mal mit dem Gleiten. Oh, da hat Dinger noch mehr geworfen. Wah! Ich gehe gleich doch lieber zu Braham rein. Sicher ist sicher vielleicht. Wie lange dauert dieser Angriff jetzt? Was ist
mit euren Sklaven passiert, Mordremos. Jetzt steht ihr ganz allein gegen uns alle. Macht genau. Werft euch. Nein. Ihr könnt nicht siegen. Oh, und ob wir siegen können. Stück für Stück, langsam machen wir das. Alle verzehrt. Nein. Du wirst am Ende sterben und wir werden siegen. Holt da jetzt noch jemanden Böses von unseren Verbündeten? Nee, ich glaube, wir haben alle, ne? Kaith kam, Rüdlock, Marjorie, Cass fehlt. Traherne ist noch nicht bei uns. Oh, ich darf, glaube ich, nicht in dieses komische Rumgewirbelding da rein. Marjorie fehlt, glaube ich, noch. Das ist mein Werk. Dein Werk, ja. Stein und Bein. Spürt das Brennen. Aufgeladen. Wow. Überflutet. Ach, da ist er. Ich dachte gerade so, hä, wo ist er denn jetzt hin? Noch einmal! Geht in Deckung oder erhebt euch in die Luft! Ich gehe zu Bram. Ich gehe das Risiko mit dem Kleid nicht ein. Ich gehe das nicht ein. Das ist mir zu Dings. Ich kann uns auch schützen. Schnell. Aber ich muss sagen, ich finde den Kampf einfacher als damals aus der persönlichen Geschichte mit dem Vieh, was so kotzt und so Sachen schmeißt auf dieser Plattform. Finde ich den Kampf jetzt einfacher. Gib mir Deckung, während ich den Riss öffne, dann reißen wir Mordremos Geist entzwei. Ja, wie kann ich den öffnen? Ich kann sie nicht aufhalten. Dann lasst uns tauschen. Ich verteidige, ihr öffnet den Riss. Machen wir, gute Idee. Wow, mein Gott. Mein Gott. Geht weg, genau, hier. Wee. Geht weg von Kaith. Lasst sie in Ruhe. Lasst sie in Ruhe. Wir dürfen sie nicht an Kaith ranlassen. Da müssen wir runter. Oh mein Gott, beinahe dachte ich, ich wäre runtergeflogen. Geht weg von Kaith. Geht weg von Kaith. Kaith, wie lange brauchst du für den Riss? Er pulsiert, zumindest finde ich, sieht das so aus, als würde er pulsieren. Spürt das Brennen. Geht weg von ihr, geht weg von ihr, geht weg von ihr, geht weg von ihr. Können wir hier vorne rumwuseln, wie Verrückte? Ist das vielleicht besser? Nee, ich finde. Okay. Das hat auf jeden Fall Mods Boom gemacht gerade. Habt ihr gesehen? Ja. Ja, ich weiß. Es wird. Ich finde, wir halten uns echt gut, muss ich sagen. Also, hätte ich nicht gedacht, dass das so wird. Ja. Alles klar. Seid bereit. Ich aktiviere den Riss. Hab ihn. Ist aktiviert. Ist aktiviert. Schlagt so hart zu, wie ihr könnt. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Ich dachte gerade, hä, wo ist er denn jetzt? Spürt das Brennen. Inferno. Er hat sich erholt. Zieht euch zurück und formiert euch neu. Okay. Müssen wir den jetzt nochmal aufmachen? Ich
Müssen wir bestimmt jetzt nochmal machen, ne? Ist Keith am Ding? Okay. Mein Gott, ich darf die 4 nicht drücken, ich vergesse das alles. Oh mein Gott, was eine Folge. Also, dass die Folge so wird, hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Dass das so ablaufen wird. Wie lange braucht Keith noch für den Riss? Das hat doch letztens nicht so gedauert. Aber er pulsiert, der Riss. Okay. Okay. Alles klar, seid bereit zum Angriff. Ich aktiviere den Riss. Er ist betäubt. Schlagt so hart zu, wie ihr könnt. Die Wut ist macht mich, bringt mich zu Fall. Spürt das Brennen! Luft. Wir haben ihn. Oh mein Gott. Todesstoß geben. Boom, wir haben ihn. Wer war das? Wer war das? Was? Hä? Ihr habt es geschafft. 2 Drachen bezwungen. Bleiben noch 4. Wir haben es geschafft. Genau. Mordremas ist tot. Wirklich tot. Seine Stimme ist nicht mehr in meinem Kopf zu hören. Okay. Sie ist vollkommen verstummt. Und wir Silvari sind immer noch da. Immer noch wir. Ich war mir nicht sicher. Kommandeur, ich... Ja? Mein Schwert, Kaladbolg, ist nicht weit. Ja? Es war ein Geschenk des blassen Baums. Ich bin damit verbunden, daran gebunden. Nur seine Kraft kann mich befreien. Bitte, bringt es her. Da. Hier, Trahan, dein Schwert. Ich habe das Schwert, Marshall. Und jetzt? Beeilt euch. Erhebt es gegen mich. Was? Tötet mich, Kommandeur. Nein. Was? Nein. Mordremas ist tot. Wir haben seinen Geist von innen heraus zerstört. Aber ich höre noch immer seine Stimme. Mordremas lebt. Ein letzter, hasserfüllter Rest. Ein schrecklicher Same keimt tief in meinem Geist. Oh nö. Ihr müsst mich töten, Kommandeur. Ehe diese Saat aufgeht. Ehe Mordremas zurückerobert, was er verloren hat. Was von mir übrig ist, kann allein nicht überleben. Schlagt zu jetzt, oder? Ich bin die Zukunft. Oh nein. Ich bin diese Welt. Wie mach ich das? Ihr könnt mich nicht zerstören. Flieht! Ich lasse nicht zu, dass all das vergebens war. Ich mache dem ein Ende. Mein Gott. Auf der Stelle. No! Oh mein Gott. Oh nein. Trahan. Oh, wir verlieren nur Freunde. Oh, was passiert mit unserem Ei? Oh Gott. Oh, es glitzert. Ich dachte, Gott sei kaputt. Was ist denn jetzt passiert?
Oh mein Gott. Die Beute der Schlacht. Wow. Wow. Oh mein Gott, wir haben Heart of Thorns haben wir abgeschlossen. Wir sind jetzt offiziell in die nächste Staffel gegangen. Und zwar Staffel 3 der lebendigen Welt. Oh mein Gott. Wow. 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 Wir haben oben unsere... Es ist eine Eilung zu einer Gedankenverirrung eingetroffen. Okay, Moment. Müssen wir hoch? Die vier, mit den vier Dingern haben wir ja gesprochen, mit den Blasen. Okay, was steht hier? Soraya, ich grüße euch in diesen dunklen Zeiten. A von Knut Weisbär. Ich greife zu Feder und Schriftrolle, um euch zu einer Gedenkfeier für R unter freiem Himmel einzuladen. Bitte kommt, um gemeinsam mit uns um die legendäre Heldin zu trauern und sie zu feiern. Das Stamm Steinmacher Gehöft, der Ort, an dem er lebte, soll für diesen Anlass geweiht werden. Mit den besten Wünschen für eine entspannte Reise, Knut Weisbert. Weisbär. Ich würde sagen, wir porten da jetzt hin. Wir hatten mit den Sprechblasen gequatscht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe richtig Gänsehaut. Und dachte als, dass wir mit Traherne in so einer Kapsel kämpfen. Und wer stirbt, fliegt dann nach oben in so einen Kokon rein. Und ist da dann halt drin. Und kann nicht helfen. Deshalb, also an den Kampf konnte ich mich jetzt gar nicht groß erinnern. Aber wir haben es geschafft. Wir haben leider wieder einen Freund verloren. Ich meine, das ist der dritte oder vierte mittlerweile. Wir haben den Cha aus Staffel 1 verloren. Wir haben er verloren. Und jetzt Traherne. Ich war die ganze Zeit auf dem Trichter, dass es Kanach ist. Kaith Bruder. Dass der für die Sache ausgenutzt wird und benutzt. Oh Gott, okay. Aber die Folge war jetzt wirklich lang genug. Wir werden im nächsten Part die Trauerfeier machen, uns von R offiziell verabschieden. Sie ist wieder zu Hause in ihrer Heimat bei ihrer Familie. Bram hat es soweit gut überstanden, meiner Meinung nach. Oder sie haben es so gemacht, dass man, jeder geht da anders mit um. Auf jeden Fall, die Folge war mega, mega lang und bin ein bisschen platt, muss ich sagen. Auf jeden Fall haben wir eine Karte noch, die wir erkunden müssen, und zwar den Widerstand des Drachens. Das machen wir vielleicht dann, bevor wir zuerst Gedenksfeuer gehen. Ich werde es spontan entscheiden. Also entweder machen wir die nächste Folge die Karte schnell fertig und gehen dann offiziell in Staffel 3. Wir gucken einfach mal ganz spontan, wie wir Lust haben, wie ich Lust habe. Auf jeden Fall, wow, ich komme überhaupt nicht klar gerade. Ich bin ein bisschen puff, Kopf ist tot. Auf jeden Fall, ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat, dass dir Staffel Heart of Thorns, die Erweiterung gefallen hat, dass, falls du ganz neu bist, sie dir vielleicht holst, auch eigens, dann durchspielst, sie die Erfolge holst. Es ist wirklich super, super cool gemacht. Aufbauend, nach chronologischer Reihenfolge, wie es rauskam, baut das alles aufeinander aus. Wir haben vier Drachen noch vor uns. Wir wissen nicht, was mit dem Ei jetzt passiert ist. Da ist ja so eine Ley-Linie hingeschossen. Auf jeden Fall, es bleibt wirklich spannend. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir dann entweder Karte erkunden oder offiziell mit Lebendige Welt Staffel 3 durchstarten. Ich hoffe sehr, dass es dir heute gefallen hat. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich natürlich, wenn wir uns dann nächsten Montag wiedersehen. Und würde sagen, wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao, ciao.